Ja, Florence Schelling, zuerst mal herzliche Gratulation zum neuen Job Sportchefin beim SC Bern. Wie viele Nachrichten sind da schon reingekommen? Ja, zuerst einmal danke vielmals. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Ja, Nachrichten sind schon extrem viel reingekommen. Es kommt mir ein bisschen vor, wie dazumal im 14., nachdem wir Olympia Bronze geholt haben, da chattet es nur noch so. Und bei dieser Nachricht, also beziehungsweise beim Anruf vom Marc Lüthi, hast du gesagt, du bist mega überrascht gewesen. Was ist dir dort durch den Kopf, wo du die Nachricht oder die Anfrage bekommen hast? Ja, ich habe natürlich das überhaupt nicht erwartet. Also wie das jetzt wahrscheinlich sehr viele auch nicht erwartet haben nach dieser Mitteilung. So habe ich reagiert, wo der Marc mir angerufen hat. Es ist sicher sehr speziell. Ich habe mich sehr über den Anruf gefreut. Und wir haben noch wirklich super Gespräche gehabt. Und ich habe von Anfang an gemerkt, dass dort sehr viel Vertrauen ist. Und alle Diskussionen sind sehr gut gewesen. Die Eckpunkte für eine Zusammenarbeit haben gestimmt. Und dort ist dann für mich wirklich eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass die Herausforderung, die will ich annehmen. Und die Herausforderung heisst SC Bern, ein grosser Club. Macht man sich da jetzt Gedanken, gerade mit einem Gump quasi zu so einem grossen Club in der Schweiz? Das birgt ja Gefahren. Ist man sich denen auch bewusst, nebst der Vorfreude natürlich auf den neuen Job? Das ist ein riesen Gump. Ich sage jetzt mal, ein riesen Gump in die kalte Aare hinein. Und zwar ist das auch, man lernt dann schwimmen. Also, ich glaube, genau im kalten Wasser lernt man schwimmen. Ich bin eine Person, ich bin sehr zielstrebig, ich bin sehr lernfähig und lernfreudig. Und ich werde wirklich mit allem, was ich habe, mich hinter die Arbeit machen, damit ich dort eine gute Leistung kann bringen kann und den SCB wieder an die Spitze kann bringen. Jetzt ist es so, die Aare, die fließt recht schnell. Wir müssen auch ein bisschen dagegen heben. Es ist ja beim SC Bern gewissermaßen ein Umbruch da. Man braucht einen neuen Trainer. Kari Jalonen ist lang da gewesen, nachher Hans Kossmann noch kurz. Auf der Ausländerposition hat man einen Ebbet, einen Arco Bello müssen ziehen lassen oder abgeben, wo auch langjährig Farben vom SC Bern getragen haben. Also da gibt es einige Stellen, wo man noch muss besetzen muss. Wo siehst du jetzt den dringendsten Bedarf in dem Sinne, was muss als erstes angegangen werden? Auf jeden Fall müssen wir die Head-Coach-Position angehen. Das hat sicher Priorität. Dort hat natürlich der SCB jetzt auch schon ihre Fühler ausgestreckt und dort schon Arbeit geleistet. Ich werde mich dann dort eigentlich einklinken und meinen Beitrag dazu leisten. Und schlussendlich geht es einfach darum, dass wir die beste Lösung müssen finden für die Mannschaft. Wenn wir jetzt noch zu dir persönlich anschauen, meine als Spielerin schon grossen Erfolg gehabt, vor allem mit der Schweizer Nazi, aber auch persönlich in Schweden, in den USA. Dann die Ernennung als Head Coach von der U18-Nationalmannschaft, von den Frauen. Ist das jetzt ein weiterer Meilenstein in dem Sinn? Hast du dir das so erwünscht in dem Sinn, dass es dann so steil auch bergauf geht nach der Karriere? Das ist auf alle Fälle ein weiterer Meilenstein, den ich da erreicht habe. Natürlich habe ich nicht gestern und nicht vorgestern daran gedacht, dass ich jemals die SCB-Sportchefin werden könnte. Aber gleichzeitig Türen schließen sich, Türen öffnen sich. Und da ist jetzt eine Tür aufgegangen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich in der Lage bin, eine sehr gute Arbeit können zu machen. Und wirklich, die Mannschaft wird immer im Vordergrund sein. Ich will mit der Mannschaft die Ziele erreichen und ich werde dort auch tatkräftig unterstützt. Wo heute die Meldung raus ist, dass du die neue Sportchefin bist vom SC Bern, hat es auch nicht viel, aber ein paar Stimmen gegeben, oh, es ist eine Frau und so. Ist es bei dir jetzt müssig, das Thema über das Geschlecht, dass man statt über Kompetenz über das Geschlecht redet? Oder findest du gewissermaßen, es ist noch cool, quasi eine Pionierin zu sein?
Ja, es hat Vor- und Nachteile natürlich, aber ich sehe jetzt da nur den Vorteil. Und zwar, ich bin eine junge Frau, die jetzt eine neue Position übernimmt. Natürlich muss ich mich in dieser Position ihnen auch können zeigen, können beweisen. Und das mache ich durch Leistung. Wenn wir mit dem SCB wieder zurück an die Spitze können, wenn wir unsere Ziele erreichen, dann ist das eigentlich ein Leistungsausweis, wo man so Respekt verschaffen. Gut, dann danke ich vielmals für das Gespräch, Florence. Viel Erfolg dann, um den SC Bern auch an die Spitze zu bringen, wieder zurück. Und ja, alles Gute. Danke vielmals.